Salz und Licht. Hoffnungsgeschichten. 100-mal von Gott bewegt. Ein Podcast der Allianzmission. Missionarin für das eigene Volk. Annika Sticher berichtet aus Brasilien. Mit 15 Jahren hat sie erstmals ihr kleines Dorf mitten im Amazonas-Regenwald Brasiliens verlassen und das Leben in der Stadt kennengelernt. Edite gehört zum Volk der Kulina, einer indigenen Gruppe von etwa 7000 Menschen in Brasilien und Peru. Missionare haben in ihrem Dorf gelebt, ihre Sprachen gelernt und es sich zur Lebensaufgabe gemacht, das Volk der Kulina zu erreichen. Edite ist Frucht dieser missionarischen Arbeit und heute selbst Missionarin unter ihrem eigenen Volk. Dass Gott Menschen aus weit entfernten Ländern in ihr kleines Dorf geschickt hat, damit sie von seiner großen Liebe erfahren konnte, bewegt sie sehr. Für ihr Volk ist sie Hoffnungsträgerin und der lebende Beweis dafür, dass Gott die Kulina liebt und ihnen zu einem Leben in Würde und Frieden mit ihm und untereinander verhelfen möchte. Aus Offenbarung 7, der Vers 9. Danach sah ich eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Lesen und ermöglichen Sie weitere Hoffnungsgeschichten unter allianzmission.de/Hoffnungsgeschichten.